Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Palettenvideo von mir. Heute gibt es den versprochenen zweiten Make-up-Look mit der White Flowers Palette von der Marke Max & More, die ihr bei Action bekommt. Und solltest du den ersten Teil verpasst haben, dann verlinke ich dir den hier oben auf dem i, dann kannst du dir den sehr gerne auch noch im Anschluss anschauen. Bevor wir mit dem Video aber starten, möchte ich dich nochmal kurz darauf hinweisen, dass du mich sehr unterstützen würdest, wenn du diesen Kanal abonnierst. Das ist komplett kostenlos, aber bedeutet mir wirklich sehr viel. Also bedanke ich mich schon mal hier im Voraus für deinen Support. Dann würde ich sagen, wir starten mit dem eigentlichen Make-up-Video. Ich habe euch jetzt gerade nur mal ein bisschen näher rangeholt, weil es geht ja wieder nur um die Augen. Mein Base-Make-up habe ich dieses Mal wieder vorher gemacht. Dann werde ich mir jetzt als allererstes eine Eyeshadow-Base auftragen. Und das ist hier wieder die von Essence, die I Love Colors Intensifying Eyeshadow Base. Und diese trage ich mir wie immer erst mit dem Applikator auf und danach verblende ich das Ganze einfach mit meinem Finger. Ich musste ganz kurz den Ventilator ausmachen, weil ich nicht weiß, wie sehr diese Störgeräusche auf der Kamera zu hören sind. Aber jetzt geht's weiter. Als ersten Step werde ich jetzt hier mit der Farbe Lover, das ist dieser Knochenton, das Lid etwas setten, denn wir wollen heute eine Cut Crease machen. Und im Anschluss werde ich mit einem kleinen Blenderpinsel in die Farbe Soft Pink gehen. Das ist dieses Rosé. Das werde ich mir jetzt über die Lidfalte hier auftragen. Und gleich darauf schon wieder ein bisschen aussoften, dass das nicht so eine harte Kante gibt. Ich muss ja sagen, die Farbe Soft Pink ist wirklich eine sehr schöne Farbe, lässt sich auch wirklich gut auftragen und ist auch von der Pigmentierung her nicht schlecht. Ich mache mir jetzt eine Cut Crease und zwar mit dem Camouflage Concealer von Essence und dafür benutze ich einen präzisen bzw. einen Lippenpinsel. Die fertige Cut Crease werde ich jetzt mit der Farbe Mesmerize ausfüllen. Und zwar ist das hier dieses wunderschöne Blau. Und ich habe schon mit der gearbeitet einmal, deshalb weiß ich, dass ich das ansprühen muss, damit es gut funktioniert. Und dafür benutze ich von Essence das Keep It Perfect Fixing Spray. Und werde mir das jetzt auf der Cut Crease hier auftupfen. Leider hat die Farbe Mesmerize wieder extrem Fallout, aber das werden wir jetzt direkt wegfegen. Und zwar mit so einem kleinen Fanbrush. Jetzt werde ich nochmal mit dem Pinkton aus der Palette das etwas verdunkeln, beziehungsweise einen ganz dezenten Übergang schaffen, weil wir wollen ja die Cut Crease nicht kaputt machen. Und nach oben nochmal etwas ausblenden. Ich muss ja sagen, dass diese Schimmertöne in der Palette wirklich toll sind. Jetzt gehen wir mit der Farbe Young Love, das ist dieses Pflaumenlila, wie auch immer, das ein bisschen matter ist als die hier drüber. Und das gebe ich mir in den äußeren Bereich hier, wie also in so einem V-Shape. Und das Ganze verblende ich jetzt auch nochmal so ein bisschen in diesen Pinkton mit rein, aber natürlich nicht komplett, sondern wirklich nur am äußeren V. Alles, was jetzt noch auf dem Pinselchen ist mit der Farbe Young Love, werde ich jetzt mir hier noch an den unteren Wimpernkranz einblenden, allerdings nur im äußeren Drittel. Soweit, so gut. Jetzt werde ich nochmal mit der Farbe Mesmerize und dem Lippenpinsel das Ganze hier vorne auffüllen, beziehungsweise diese zwei Drittel, die ich freigelassen habe, noch nachziehen, um die Farbe von der Cut Crease nochmal zu spiegeln.
Und weil ich so ein großer Fan von der Farbe Daisies bin, das ist dieser Champagnerton, werde ich jetzt mit so einem präzisen Pinselchen das Ganze in meinem Innenwinkel hier noch auftupfen. Und natürlich werde ich auch nochmal hier unter den Augenbrauen das leicht andeuten. Allerdings nicht so stark, weil wir ja schon einen sehr starken Make-up-Look haben durch diese knallige Farbkombo. Also man kann immer noch sagen, dass Daisies meine Favoritenfarbe ist aus dieser Palette. Ich werde mir jetzt noch einen Eyeliner ziehen, Fake Lashes aufbringen und das zweite auch natürlich schminken. Und dann sehen wir uns sofort wieder. Das ist jetzt der fertige Look. Und wie gesagt, ich habe mir einen Eyeliner gezogen, ich habe mir magnetische Wimpern angebracht und ansonsten habe ich nichts weiter getan. Von dem her habt ihr nicht viel verpasst. Ich muss euch beichten, diesen Look habe ich für das letzte Video auch schon geschminkt gehabt, von dem her wusste ich, was ich tue. Und mich haben die Farben aus der Wildflowers Palette auch dieses Mal nicht enttäuscht. Für 3,80 Euro, was sie ja momentan noch kostet. Ich glaube aber, wenn das Video online geht, ist sie schon aus dem Wochenangebot raus. Das heißt, sie wird wahrscheinlich wieder um die 5 Euro kosten. Könnt ihr trotzdem echt nichts falsch machen. An dieser Stelle möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass ihr gerne diesen Kanal kostenlos abonniert. Das geht unten auf dem roten Button und ist, wie gesagt, kostenlos. Denn es wird einen dritten Look zu dieser Palette geben. Wenn ihr den also nicht verpassen wollt, aktiviert auch gerne die Glocke. Dann werdet ihr benachrichtigt, sobald das Video online geht. Ich habe euch hier auf meinem Handgelenk nochmal die Swatches gezeigt, mit welchen Farben wir heute gearbeitet haben. Und werde euch jetzt hierzu auch nochmal schnell ein näheres Video einblenden, damit ihr seht, wie toll diese Farben einfach reflektieren. Und ja, ich kann auch dieses Mal in dem Video nichts Schlechtes wirklich über diese Palette sagen. Klar, wir haben Fallout, aber ich glaube, das hat man auch bei etwas teureren Paletten. Dann würde ich sagen, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Vergesst, wie gesagt, nicht zu abonnieren. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von der Wildflowers Palette haltet. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao.